Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Christina Lahne. Ich bin Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen e.V. Und wir haben heute eine super Aktion gestartet für unsere Händler der Werbegemeinschaft, aber auch Nichtmitglieder der Werbegemeinschaft, um zu zeigen, hey Leute, wir sind noch da, sucht den Weg zu uns, kauft bei uns ein. Wir möchten zeigen, dass die Händlerschaft nicht schläft, sondern weiter aktiv ist für sie. Die Schaufenster verhangen worden sind mit Zeitungspapier oder anderen Papiermaterialien, um zu zeigen, wie es aussieht, wenn es uns nicht mehr gibt, was aber keiner will, denn wir stecken nicht den Kopf in den Sand, wir kämpfen. Denn Händler sagen, wir im Wort Händler steckt das Wort Handeln und das und wir handeln. Und die grünen Schilder, die Sie überall sehen, sind die Schilder mit den Hinweisen, wie Sie die Händler erreichen können. Dort stehen die Kontaktdaten, dort steht, was verkauft wird. Bitte nutzen Sie diese Informationen, machen Sie sich schlau und informieren Sie sich, wie Sie Ihren Händler erreichen können. Ja, dass diese Aufmerksamkeit, die wir jetzt an die Bevölkerung gerne geben möchten, wir sind noch da, unsere Händler sind noch da, dass eben jeder mit ein bisschen Umsatz helfen kann. Online-Shop, das funktioniert nur, wenn jeder seine Produkte auch digitalisieren kann. Das heißt, würden wir das machen, würden wir im ersten Schritt einfach zu viele verlieren. Deshalb haben wir gesagt, wir machen eine Plattform für Köthen und machen Köthen durchsuchbar. Und das ist ziemlich spannend, weil dann suche ich mein Produkt und weiß, in dem Laden kriege ich das, kann dorthin gehen und holen. Wenn er einen Online-Shop hat, wird natürlich darauf verwiesen. Und mit der Plattform wollen wir es erreichen, dass wir es erste Mal richtig alle zusammenkriegen und gemeinsam werben. Das wird halt ein sehr, sehr spannendes Projekt. Dafür haben wir Fördermittel bekommen und suchen jetzt natürlich sehr, sehr viele Gewerbetreibende in Köthen, die sich dafür interessieren und mitmachen wollen. Die Werbegemeinschaft muss natürlich auch ein bisschen Eigenanteil reinlegen, was auch ihr Budget sehr strapaziert. Deshalb sagen wir, wir starten natürlich mit der Plattform, wenn wir genügend Interessenten haben. Deshalb ist es jetzt wichtig, dass alle Gewerbetreibenden am besten zu mir kommen und sagen, ey, ich interessiere mich dafür, weil dann wissen wir, dass der Bedarf wirklich da ist. Er ist da, das wissen wir, nur wir brauchen natürlich auch die Teilnehmer dafür.